Die dritte Liga live bei Telekom Sport. Präsentiert von bwin. Duell zweier siegloser Mannschaften nach dem zweiten Spieltag. Die Sportfreunde Lotte in den weißen Trikots empfingen die SG Sonnenhof Groß-Asbach. Lotte, kurz vor Spielbeginn noch mit der Botschaft, dass ihnen Rahn fehlte in der Innenverteidigung. Dafür kam Al-Hassan Meh in die Mannschaft. Auf der anderen Seite Sascha Hildmann, der Trainer von der SG Sonnenhof Groß-Asbach, sah von Beginn an, dass seine Mannschaft richtig gut in die Partie kam. So wie hier in der vierten Minute der Freistoß von Gereski her, klasse gehalten von Broll. Matthias Mauksch am Wochenende 1:5 untergegangen bei 1860 München. Und diese Verunsicherung merkte man seiner Mannschaft an. Sie kamen gegen das gute Mittelfeld der SGS nicht an. Und dann gab es das 1:0. Wieder einmal, muss man schon sagen, Philipp Hercher, sein zweites Saisontor. Hier erst freigespielt, Röttger bleibt hängen an Al-Hassan Meh, aber dann mit der Ansage Leo für Timo Röttger. Philipp Hercher, Ball noch leicht abgefälscht dadurch, schwer zu halten für Steve Kroll. Und dann Billardtor, 1:0, sehr zur Freude der etwas mehr als 20 mitgereisten Asbacher Fans. Und sie spielten weiter nach vorne. Die Gäste hatten alles im Griff und vor allem hatten sie Philipp Hercher. 2:0, 36. Minute. Drittes Saisontor. Der Neuzugang aus der zweiten Mannschaft vom 1. FC Nürnberg macht eine richtig gute Saison. Drittes Tor im dritten Spiel. Und hier wieder Pech für Al-Hassan Meh, den neuen Innenverteidiger. Der Ball geht ihm durch die Beine. So richtig schön war es nicht für Lotte in Halbzeit 1. Das wurde besser im zweiten Durchgang. Allen voran durch den eingewechselten Markus Piosek hier am Ball. Und es gab sofort Initiative nach vorne. Der unauffällige Österhellwig und dann Tino Schmidt mit der Chance zum Anschlusstreffer. Einmal kommt der Ball durch, dann ist Schmidt etwas überrascht, scheitert aber dann auch an Kevin Broll. Schon im ersten Heimspiel gab es ja kein Tor für das Team aus Lotte beim 0:0 gegen Meppen. Sie auch erst einen Punkt auf dem Konto, genau wie Groß-Asbach. Die haben aber die Kontermöglichkeit und beinahe das 3:0 durch den sehr starken Makana Baku. Gute Parade in diesem Fall von Steve Kroll, der den Ball um den Pfosten lenkt. So war das Team aus Lotte noch in der Partie. Wieder Piosek, spielt sich frei, bleibt in Ballbesitz, forderte viele Bälle. Und dann der klasse Pass auf den gerade eingewechselten Aygün Yildirim. Aber der will den Ball rüberspielen und so blieb es beim 0:2. Statt hier den Abschluss zu suchen, versucht er seinen Mitspieler anzuspielen. Das geht in die Hose. Es passte zum Tag von Lotte. Sie waren bemüht, den Anschluss zu erzielen und beinahe hätte es dann auch noch geklappt. Hier das Einsteigen von Hingerl gegen den flankenden Nico Neidhardt. Es gibt den Strafstoß von Justus Zorn, der das ahndet mit einer von insgesamt 7 gelben Karten. Zu Recht dieser Elfmeter und Al-Hassan Meh, der neue Mann aus Münster, und er scheitert an Kevin Broll. Es blieb beim 2:0 für die Gäste. Kurz danach, nach diesem Strafstoß in der 84. Minute, war es dann geschafft. Der erste Sieg der Spielzeit für Sonnenhof Groß-Asbach, die vieles richtig machen, vor allem in der ersten Halbzeit. Und fragende Gesichter bei Lotte. Ich denke, in der ersten Halbzeit haben wir ein überragendes Auswärtsspiel gemacht. Hatten viel Ballbesitz, haben uns viele Torchancen erarbeitet. Ich glaube, gleich in der ersten Minute hatten wir eine gute Chance. Und wir wollten den Sieg heute unbedingt und unseren ersten Saisonsieg. Und wir sind überglücklich, dass es geklappt hat heute. Ja, erste Halbzeit war natürlich unter uns gesagt eine Frechheit. Dort haben wenig sich getraut, den Ball überhaupt einzufordern. Und da sieht dann natürlich unser ganzes Spiel sehr bescheiden aus. Können Sie das so ein bisschen erklären, woran das liegt? Ja, was soll ich erklären? Ich sag mal, bei mir sind es ja, oder bei uns sind es ja meistens immer so die gestandenen Spieler, die gewisse Ansprüche haben. Und die habe ich gerade in der ersten Halbzeit nicht so gesehen, dass es dort auch in Taten oder den Worten dann in Taten folgen lassen. 1:7 Tore, nur ein Punkt auf dem Konto von Lotte. Es wird nicht leichter. Die nächste Aufgabe bei Preußen Münster. Besser sieht es aus für Sonnenhof Groß-Asbach. Mit 4 Punkten hat man sich im Mittelfeld etabliert und kann sich jetzt auf den VfL Osnabrück freuen.